Hi, willkommen zu einer Linse am Wochenende. Ich habe euch wieder mal einige Sachen zusammengestellt, die vielleicht für manche Leute interessant sind. Das Ganze ist hier bunt gemischt. Hier sind Spiele bei, ein paar Hardware-Sachen, ein Angebot halt von McFit und zu guter Letzt halt was, um Schnecken abzukriegen. Aber gut, kommen wir mal hier auf das Erste. Und zwar, wer Foto interessiert ist, der mag vielleicht Interesse haben an der Fotokina. Das ist ja die Weltmesse für Fotofilm und Co., die am 29.09. in Köln stattfindet. Ich habe hier die Möglichkeit gefunden, halt, wie ihr zwei Karten kriegt für den Preis von einer. Oder beziehungsweise ihr kriegt hier zwei Tageskarten und spart die Hälfte. Ist ja auch schon mal nicht schlecht, denn statt 24 Euro zahlt ihr 12 Euro. Kann man, glaube ich, mal mitnehmen. Geht direkt weiter. Und zwar geht es jetzt in den Bereich der Dokumentationen hier. Ich habe hier euch mal eine Doku rausgesucht, die wieder mal diese Schmarotzer, Sozialschmarotzer, damit meine ich jetzt nicht Hartz-IV-Empfänger, sondern hier diese Schmarotzer, Politiker, Banker und Co., die sich ja eigentlich nur halt am Geld der anderen satt fressen. Da wird eine Dokumentation gezeigt, halt, wie denn halt das Ganze hier zustande kommt zum Teil und wie das Ganze verteilt wird, das Geld hier in Deutschland oder eigentlich weltweit. Ganz nett gemacht. Kann man sich mal angucken, vielleicht kriegen wir ja auch durch solche Leute hier diese Schrumpfköpfe. Vielleicht kriegen wir dann auch mal Rebellion, Chaos, Stress. Dann haben wir vielleicht das hier, die menschliche Revolution, Deus Ex, Director's Cut. Hier der Teil knüpft halbwegs wieder an den Erfolg des ersten Teils an. Dazwischen gab es eine ganze Menge an Deus Ex-Teilen, die waren auch relativ scheiße. Das hier geht schon wieder einigermaßen. Der Nachfolger von dem Teil hier ist schon wieder schlechter. Kann ich nur empfehlen, wer auf sowas steht, halt, die Preise sind hier sehr günstig. Halt, ihr braucht natürlich auch wie immer Steam. Bei Steam-Spielen ist ja eigentlich selbstredend. Auch noch ein Steam-Spiel. Geht es auch wieder um diesen dystopischen Zustand, halt, wenn die Welt durch solche Fressen halt vernichtet wurde, der Sozialstaat aufgegeben wurde, da gibt es natürlich auch der Straßenknallerei. Wenn es doch mal irgendwann so weit kommt, dass der große Knall kommt, dann haben wir dann vielleicht diesen Zustand, nämlich hier Fallout. Das ist übrigens einer von den geilen Teilen halt von Fallout. Macht mir richtig Spaß oder hat mir richtig Spaß gemacht, habe ich natürlich durchgezockt, klar, ganz klar. Geiler Humor auch teilweise drin. Sehr, sehr großes Spiel. Man muss also sehr viel Zeit mitbringen halt. Optisch finde ich ganz okay. Natürlich nicht mehr vergleichbar mit den aktuellen Top-Spielen halt, aber das war auch Fallout von der Optik eigentlich noch nie. Das glänzt dann eigentlich durch andere Punkte, nämlich ein geiles Spielkonzept. Wenn ihr aber daran vorbeigehen wollt, dass die Welt halt vielleicht für euch auch mies wird durch solche Schrumpfköpfe, dann habt ihr vielleicht die Möglichkeit, über Lotto, Euro-Millions halt, genügend Asche euch einzustecken, um euch abzusetzen. Hier zahlt ihr halt für die Euro-Millions-Tippscheine, und zwar die vier Tippfelder, anstatt jetzt 11,80 Euro, 5,90 Euro. Hälfte gespart, kann man auch, glaube ich, mal mitnehmen. Und vielleicht kommt man dann halt von solchen Viechern hier weg. Gut, was auch eine Möglichkeit ist, halt reich zu werden. Im Moment sieht der nicht ganz so aus, halt, aber probieren kann man es ja halt. Kostet ja überhaupt nichts im Vergleich zu dem 5,90 Euro, die auch schon sehr günstig sind. Ist die Möglichkeit, über Airdrops hier an Geld zu kommen. Könnt ihr mal vielleicht probieren. Ich werde die Links natürlich immer wieder unter das Video posten. Und wenn ihr hier ein paar Aufgaben erfüllt, halt eine iOS-App installieren, halt subscribe Facebook, Twitter, join Telegram, dann nochmal euch verlinken hier zu Facebook und so weiter, solche kleine Aufgaben hier, die sind schnell erledigt, glaube ich. Dann bekommt ihr hier Cash in Form von Airdrops. Das ist ein Coin, von dem ich jetzt nicht sagen kann, wie weit er performen wird, ob er überhaupt performen wird, aber wenn man den einfach sich mal einstecken kann, halt. Dann kann man ja darauf gucken, halt, ob es denn in den nächsten Jahren damit vielleicht bergauf geht. Vielleicht habt ihr damit ja ein bisschen Geld gemacht. Das ist ein Airdrop auch halt. Da könnt ihr auch einen Coin abgreifen, halt, der vielleicht irgendwann performt. Wer weiß ja schon. Vielleicht geht das auch alles im Bach runter mit den Coins halt. Aber den könnt ihr auch wieder umsonst abgreifen. Habt ihr wenigstens nichts investiert. Und vielleicht macht ihr auch einen Riesensatz nach oben halt und ihr werdet reich. Wer weiß das schon halt. Und seid wieder auch aus der Nummer raus mit diesen Schrumpfköpfen hier. Gut. Anderes Thema, andere Ecke. Und zwar hier ist eine Mitgliedschaft halt für McFit, 12 oder 24 Monate. Was daran interessant ist, halt, die 12 Monate kosten hier 189 und hier sind auch schon die Gebühren mit drin. Das sind 31 Euro normalerweise, die man als Anmeldegebühr hat. Die fällt hier weg.
Ist also, könnt ihr eigentlich schon mal mit abziehen halt. Dann habt ihr einen ziemlich geilen Kurs im Vergleich zu normalen McFit-Kurs. Was auch noch gut ist, deswegen kündigt sich nach 24 oder nach 12 Monaten selbstständig, je nachdem, was man abschließt. Finde ich ein geiles Angebot. Wer sich fit machen möchte halt, der kann das hier tun. Die Zeit ist auch genau passend noch halt, um nächsten Sommer auszusehen wie der Adonis. Greift zu, wenn ihr darauf Bock habt. Auch ein geiler Deal ist hier diese Brille von HP. Da könnt ihr ja die Mixed Reality Brille abgreifen von HP VR 1000 -100 NN für 199 Euro. Ziemlich geiler Kurs, spart eine ganze Menge. Ihr müsst allerdings einige Voraussetzungen erfüllen und dann im Code, der steht ja auch wieder halt unter dem Video hier auch. Aber ihr müsst auch Student sein oder es gibt einen Trick. Ihr könnt euch anmelden über eine, ja, ich sag mal, Seitenregistrierung. Das ist auch unter dem Video halt nochmal kurz beschrieben. Müsst ihr selber mal ein bisschen googeln. Da könnt ihr euch anmelden bei einer Uni. Und über diesen Seitenweg könnt ihr dann trotzdem bestehen, auch wenn ihr kein Student seid. Ist ein bisschen tricky, das Ganze funktioniert aber, so viel ich gehört habe. Haben schon Leute ausprobiert halt. Ihr kommt dann auch, wenn ihr kein Student seid, hier an den Kurs von 199 Euro. Kann man, glaube ich, nicht meckern, halt ein gutes Angebot für diese Brille. Dazu geht ihr, wie gesagt, hier halt, wenn ihr Student seid, auf diese Seite, die ist auch verlinkt hier da unten, und könnt hier euch für 199 eine Mixed Reality Brille abgreifen. Und wenn ihr kein Student seid, müsst ihr halt den Umweg gehen. Auch abgreifen könnt ihr hier die Drohne, die F-36, habe ich schon ein paar Mal vorgestellt. Jetzt mal wieder im Angebot hier 7,78. Kann man, glaube ich, auch nicht meckern halt. Die ist für Fun ist die sehr gut. Macht Spaß, das Gerät. Ist besser wie die Emirate X, die gleich aussieht, weil das Material hier besser ist. Das Material ist etwas weicher. Bei der Emirate X-Version von dieser Drohne hier, von der kleinen hier, sind mir direkt die Stege weggebrochen beim ersten Crash. Die F-36 halt, habe ich jetzt schon ein bisschen länger halt. Dadurch das Material geht daran überhaupt nichts kaputt. Fliegt sich sogar ein bisschen besser, weil die etwas mehr Performance hat, wie die Emirate X, wie auch immer das gemacht wurde halt von Fury B. Geiles Gerät für Indoor-Fliegen und ein bisschen Fun haben. Und für einen kleinen Kurs, wie gesagt. Gut, geht's direkt weiter. Ich habe hier nochmal eine SSD gefunden, ist ja immer wieder gefragt halt. 240 GB ist so ziemlich das untere Level vom Plattenplatz. Bringt aber schon für viele Leute eine ganze Menge halt, gerade wenn man ein etwas älteres Laptop aufrüsten möchte. Nicht ein Steinzeit-Laptop, da werden die Anschlüsse gar nicht gehen. Und das bringt halt auch keine Performance-Vorteile. Wenn der Laptop wirklich zu lahm ist, hat man auch von einer schnellen Platte nichts. Wenn der Laptop aber jetzt, sagen wir mal, ausgerüstet ist mit einer Klasse halt, die in Richtung i5, i7 oder i3 halt geht halt, dann ist man, glaube ich, damit ganz gut bedient hier. Plattenplatz, da müsste man eventuell gucken, ob man zwei Platten einbauen kann halt, wenn man dann hier die als Performanceplatte nimmt für das System und für die Programme und dann als Datengrab eine normale HDD nimmt halt, hat man hier immer noch richtig viel Gas im Rechner eingebaut für einen Witzpreis von 34 Euro. Kann man, glaube ich, nicht meckern halt, 34 Euro hört sich ziemlich geil an. Ihr müsst sehen halt, viele sind davon nicht mehr da, müsst ihr auch in nächster Zeit zugreifen. Da müsst ihr euch beeilen. Gut, geht's weiter hier. Ihr müsst ja irgendwas auf die Platten auch draufpacken können halt. Ich habe euch mal hier Filme rausgesucht. Und zwar habe ich hier ein Konzert, ziemlich geiles Konzert, mit das beste Paket halt, Konzertpaket von Depeche Mode, geht 2 Stunden lang halt. Ihr könnt richtig geile Musik hören. Wer Bock darauf hat, kann die dann einfach sich reinziehen, die Sache. Und wenn ihr noch was braucht, wo die Platte mit vollkriegt, die SSD, könnt ihr mal überlegen, ob ihr hier vielleicht mitschneidet. Ich glaube, das ist so erlaubt in Deutschland. Was auch geht. Ihr könnt euch auch einen Film angucken heute Abend noch. Ein Mängelexemplar. Ein schräges Ding. Was soll ich da jetzt großartig weiter drauf eingehen halt? Ihr könnt euch das Ganze hier einfach mal angucken halt, wenn ihr ein bisschen was Anspruchsvolles sehen wollt. Wenn ihr allerdings halt einfach nur eine Schnecke abhaben möchtet heute Abend, dann habe ich was für euch. Und zwar dreimal Schleckenschleim, Anti-Aging Gel. Wenn ihr Bock darauf habt, könnt ihr das ja mal bestellen. Eventuell werdet ihr davon sogar noch schöner. Kann man ja je nur jeden wünschen. Gut, das war's auch schon wieder hier. Wenn ihr Bock habt, dann klickt einfach wieder rein beim nächsten Video. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ist ja anscheinend richtig geil draußen. Ich bin hier in Oberhausen beheimatet. Ich werde zum Olga gehen, halt, da ist heute Rock. Okay, das war's dann auch schon wieder. Ciao.